Ich heiße Vildane Uludag, ich wohne in Hamburg und bin Besitzerin eines Bestattungsinstituts. Überwiegend machen wir Überführungen und auch islamische Beisetzungen in Hamburg. Die Idee kam quasi eigentlich von meinem Vater. Er arbeitete jahrelang in verschiedenen Krankenhäusern hier in Hamburg, in der Pathologie. Dort hat er die Problematik der Gastarbeiter damals gesehen, dass die im Falle eines Sterbefalls eigentlich hilflos waren. Und als Hilfestellung haben wir dann angefangen, dieses Bestattungsinstitut zu gründen. Es war einfach von den Behördenseiten her. Der Islam wurde irgendwie damals mehr akzeptiert als jetzt. Ich bin als Kind nach Deutschland gekommen. Die erste Zeit war natürlich sehr schwer für uns, das erste Jahr. Wir kannten niemanden. Es war nicht einfach, in der Fremde ohne Sprache zurechtzukommen. Ich lebe gerne hier. Ich kenne das ja eigentlich auch gar nicht mehr anders. Manchmal spiele ich mit den Gedanken, wie wäre es, wenn ich jetzt in der Türkei leben sollte oder könnte. Ich glaube, ich bin jetzt hier zu sehr eingewurzelt. Zumal ich ja jetzt auch selber Kinder habe, die hier leben. Früher hatte ich in Reflex Türkisch gesprochen mit den Kindern. Jetzt spreche ich eigentlich überwiegend Deutsch. Es fällt mir einfach leichter, mich da auszudrücken. Typisch Deutsch, Pünktlichkeit. Ich bin extrem pünktlich, fleißig und korrekt. Die deutsche Staatsbürgerschaft habe ich schon vor fast 20 Jahren angenommen. Ich wollte damit eigentlich einen Punkt setzen, dass ich nach Deutschland gehöre. Und ich habe mich entschlossen, mit meiner Familie komplett, Mutter, Vater, Kinder, alle zusammen, 1993 haben wir die deutsche Staatsangehörigkeit angenommen. Heimat ist da, wo meine Familie ist. Da nun meine engste Familie hier in Deutschland ist, ist meine Heimat in ersten Grades hier. Die Türkei ist dann meine zweite Heimat. Aber im Herzen ist die Türkei immer noch eigentlich meine Heimat. Das ist ganz wichtig.